B1.5. Berechnen Sie den Flächeninhalt der Figur, die durch die Strecken AE und AF sowie dem Kreisbogen FE mit dem zugehörigen Mittelpunkt M begrenzt wird. Also was für eine Figur haben wir hier? Erstmal brauchen wir den Flächeninhalt einer Figur und Begrenzung wird hier angegeben, AE, AF und den Kreisbogen FE. Zeichne ich das mal hier ein, AE, AF und den Kreisbogen, also diese Fläche hier unten soll ich berechnen. Sieht man schon, das ist eine ganz komische Figur, dafür gibt es keine Flächenformel, ich muss also irgendwie anders drauf kommen. Ja gut, vielleicht sieht man es ja wie folgt, wenn ich diese Figur hier nehme und dieses Teil hier wegschneide, bekomme ich ja genau den orangenen Flächeninhalt als die gesuchte Figur. So, was ist das Lilane gewesen? Das AEMF, das ist nichts anderes als ein Drache. Die lilane gestrichelte hier, das ist nichts anderes als ein Kreissektor. Also kann ich den Flächeninhalt berechnen. Mache ich das mal nochmal weg. So, den Flächeninhalt der Figur kann ich also berechnen durch A Drache AEMF minus A Sektor MFE. So, wie bekommen wir jetzt den Flächeninhalt des Drachens? Dafür gibt es eine Eigenschaft, die hier ganz, ganz wichtig ist. Vorhin haben wir sie schon mal erwähnt in den vorherigen Aufgaben, nämlich hier und hier liegen jeweils rechte Winkel drin. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst findet man keinen Zugang dazu, wie man diesen Flächeninhalt tatsächlich berechnen kann. So, was bringt uns der? Vielleicht noch eine Hilfslinie eingezeichnet, nämlich diese hier. Wir haben einen Drachen, AM ist die Symmetrieachse dazu. Das bedeutet, das Dreieck AEM und das Dreieck AMF sind genau gleich groß, also konkurrent, weil die werden ja einfach nur gespiegelt. Das Dreieck AEM ist rechtwinklig. Ja? AEM ist ja nichts anderes als der Abstand des Punktes M zur Strecke AC. Und dieser Abstand steht immer senkrecht zur Strecke. Genau das gleiche mit MF zur Strecke AD. So, da es ein rechtwinkliges Dreieck ist, funktionieren die Sätze Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Und damit können wir jetzt noch eine fehlende Seite berechnen. Nämlich, um den Flächeninhalt des Dreiecks zu berechnen, brauche ich noch die Strecke AE. Warum? Dreieck ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite und Höhe stehen immer senkrecht aufeinander. Wenn ich jetzt hier schon einen rechten Winkel drin habe, dann kann ich ja die AE als Grundseite verwenden und die ME wäre dann meine Höhe dazu. Die ME ist schon bekannt mit 2 cm, also brauche ich nur noch die AE und dann könnte ich den Flächeninhalt dieses Dreiecks berechnen. So, was ich zusätzlich noch nicht eingezeichnet habe und was wir kennen, das ist dieser Winkel hier, der ist nämlich 50 Grad groß. Da AM auf der Symmetrieachse liegt, heißt es natürlich für das Dreieck, der Winkel EAM ist genau halb so groß, also damit 25 Grad. So, also alles Wichtige zusammen. Ich nenne es so noch A Drache, ist gleich 2 mal Flächeninhalt Dreieck AEM. So, dann Flächeninhalt Dreieck AEM lässt sich berechnen aus 0,5 mal Grundseite, da wähle ich die AE, mal die Höhe, das ist die ME. Die ME kennen wir schon aus der vorherigen Aufgabe, da heißt es, ME ist 2 cm. Jetzt brauche ich also noch die AE. AE, schauen wir es uns nochmal an, liegt in einem rechtwinkligen Dreieck, also Sinus, Cosinus und Tangens. AM wäre in diesem Dreieck die Hypotenuse, AE ist die Ankathete, weil sie an diesem halben, die Hälfte von dem 50 Grad Winkel anliegt und EM ist die Gegenkathete, also wir haben die Gegenkathete ist bekannt, die Ankathete ist gesucht. Schauen wir in der Formelsammlung nach, welcher dieser Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Ankathete und dann finden wir recht schnell, das ist der Tangens. Also Tangens vom Winkel EAM. Ist gleich Gegenkathete ME durch Ankathete AE.
So, Größen einsetzen. Tangens von EAM ist die Hälfte von 50, also 25 Grad. Ist gleich, ME waren 2 und AE suchen wir noch, also ist unbekannt. So, in Solver eingeben oder per Äquivalenzumformung auflösen. Ich kriege das unten aus dem Nenner raus, indem ich mit AE multipliziere. Dann folgt daraus AE mal Tangens 25 ist gleich 2. Jetzt muss ich noch durch Tangens 25 dividieren, damit dann AE alleine steht. Und dann folgt daraus AE ist gleich 2 durch Tangens 25. So, das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner lösen. Bekommen wir eine Länge von 4,29 cm. So, AE ist damit bekannt. Setzen wir es in die Flächenformel vom Dreieck ein. Also Flächenhalt Dreieck AEM ist gleich 0,5 mal AE, haben wir gerade ausgerechnet, 4,29, mal ME sind 2. Das kann man sogar im Kopf ausrechnen, 0,5 mal 2 ist 1, also bleibt übrig 4,29 Quadratzentimeter. So, jetzt haben wir gesagt, der Drache ist genau das Doppelte davon. Also folgt für den Flächenhalt des Drachen ist gleich 2 mal 4,29 und das sind 8,58 Quadratzentimeter. So, damit haben wir den Drachen schon berechnet. Jetzt brauchen wir noch den Sektor. Für den Sektor können wir erstmal die Sektorform heraussuchen aus der Formelsammlung. Flächenhalt des Sektors, was war es, MFE, ist gleich, und das steht in der Formel, sagen wir Pi, mal Radius zum Quadrat, genau, Radius ist in dem Fall ME oder MF, das ist ja vollkommen wurscht, Radius mal, Pi mal Radius zum Quadrat, mal, und jetzt hier kommt der Öffnungswinkel, geteilt durch 360 Grad. So, Öffnungswinkel habe ich jetzt gerade noch mit Absicht offen gelassen. Was ist der Öffnungswinkel? Das ist der, der beim Mittelpunkt drin ist, der den Sektor aufspannt. Ja, das ist der Öffnungswinkel, also in dem Fall Winkel FME. So, MF kennen wir schon, der Winkel FME brauchen wir noch. Wie kriege ich den jetzt wieder raus? Ja, deswegen brauchen wir auch hier, spielen die 90 Grad nochmal rein, weil ich weiß ja, im kompletten Viereck, in dem kompletten Drache ist die Innenwinkel somit 360 Grad. Drei Winkel sind bekannt, unten der 50 Grad Winkel, die beiden 90 Grad Winkel bei E und F, also ist der Winkel bei M nichts anderes als 360 Grad, minus 90 Grad, minus 90 Grad, minus 50 Grad. Also können wir den sofort berechnen. Ja, Winkel FME ist gleich 360 Grad minus 90 Grad mal 2, dann gibt es 2 mal, minus 50 Grad. So, und damit ist der FME 130 Grad groß. Setzt man die Sektorformel ein. Flächenhalt Sektor MFE ist gleich Pi mal MF an 2, also 2 Quadrat, mal 130 Grad geteilt durch 360 Grad. So, das ist in den Taschenrechner eintippen und dann kommen raus 4,54 Quadratzentimeter. So, jetzt haben wir das Wichtigste schon geschafft. Jetzt nochmal zur Gesamtfigur. Das war ja die Fläche des Drachen, die steht hier. Minus die Fläche des Sektors, die steht hier. Also 8,58 minus 4,54, das sind dann 4,04 Quadratzentimeter und damit wäre die Aufgabe gelöst.